So, das neue Ehepaar von Radio Essen, Fabian Schulenkopf und Angela Hecker, das neue Duo in der Frühschicht alle 2 Wochen zu hören. Und wir wollen euch besser kennenlernen und haben ein Hochzeitsspiel vorbereitet, pünktlich zu eurer Arbeitsehe. Und zwar stelle ich euch immer Fragen und ihr müsst dann aus eurer Sicht sagen, wer von euch beiden passt besser zu dieser Frage, beziehungsweise ist die Antwort auf diese Frage. Und wenn ihr übereinstimmt, also wenn ihr beide den richtigen Tipp habt, dann gibt es einen Punkt. Und wenn nicht, dann halt keinen Punkt. Es gibt 15 Fragen und wenn ihr 8 Fragen richtig beantwortet habt, dann habt ihr mehr als die Hälfte und kennt euch sehr gut. Im anderen Fall müssen wir nochmal euch besser kennenlernen. Bist du noch Okay. motiviert, Angela, ne? Erste Hier wächst Frage. der Druck. Nicht nervös werden, Fabi, ganz ruhig. Wer von euch ist ordentlicher? Erster Punkt für euch. Ja, ist okay. Fabian, das war relativ schnell bei dir. Ja, weil es auch relativ einfach ist, ordentlicher als ich zu werden, zu sein. Okay, Bin zweite dann Frage. auch Nummer sicher gegangen. Wer von euch beiden ist sportlicher? Auch das Zweiter geht schnell. Punkt. Wobei ich nicht finde, dass Fabi unsportlich ist. Wir hatten ja im Sommer so eine, hier so eine Kanutour mit dem Radio Essen-Team. Und ich war schon ehrgeizig unterwegs, sagen wir mal so. Aber den Fabi konntest du die ganze Zeit motivieren und der hat halt auch Vollgas gegeben. Gut, er war auch der Erste an der Bierdüse, sind wir mal ehrlich. Aber hey, man kann ihn mitziehen. Ich war auch hinten der Steuermann, ich musste gar nicht so viel paddeln. So nämlich. Ich hab nur gelenkt. Wer ist kreativer? Also mal versuchen, Angela. Angela, vor dich halten. Also. Ja, das ist der nächste Punkt. Ja, okay. Das ist natürlich schön für euch, aber ja gut, jetzt müsst ihr natürlich Warum? erklären, warum ist Fabi kreativer? Ich glaube tatsächlich, dass Fabi kreativer ist. Ich merke das morgens ganz oft, wenn, so in der Zusammenarbeit, das war früher auch schon, als er auch uns quasi zugearbeitet hat, der hat da nochmal andere Ideen und dadurch, wenn er so kreativ ist, steckt er mich nochmal an und dadurch wäre ich auch kreativer. Also ich glaube nicht, dass ich ein unkreativer Mensch bin, aber ich bin dann vielleicht ein bisschen strukturierter und dann der ordentliche Part, sage ich jetzt mal so, und er bringt da so ein bisschen mehr Craziness noch rein. Habe ich das gut zusammengefasst? Sehr schön. Voll! Kreatives Team auch, ne? Ja, bam! Das ist wundervoll. Wer ist lustiger? Kommt drauf an, wie. Ich habe nicht geguckt, nein, aber. Ja. Halt schon vor dich, Angela, der darf nicht lunzen. Ja, nächster Punkt für euch. Jetzt mal ganz keck. Meinst du, ich bin so ernst? Nein. Ach, das war jetzt also, weil ich finde es auch schwierig, von sich zu behaupten, man ist lustig. Also mein Mann sagt grundsätzlich, ich bin nicht lustig. Ja? Und Achso, in alleine, einer Ehe vielleicht. ja, und alleine deshalb wollte ich jetzt einfach mal sagen, ich bin aber witzig. So, lieber Ehemann. Okay, wer ist denn ehrgeiziger? Ich finde gut, dass du so lange überlegst. Ah, nächster Punkt für euch. Aber du musst es lange überlegen, Angela. Ja, weil ich finde nicht, dass Fabian nicht ehrgeizig ist. Ich glaube schon, dass er ein sehr ehrgeiziger Mensch ist, der sich auch ein paar Dinge vornimmt und die auch erreichen will. Aber ich glaube, das war jetzt einfach so das Ding, wir kennen uns, wir haben doch schon mal drüber gesprochen, dass ich so ein ehrgeiziger Mensch bin in einigen Dingen. Und ich glaube, jetzt machen wir einfach so, ach komm, dann mach die doch, ach, dann mach ich das jetzt auch. Irgendwie sowas, oder? Ja, und wo wir jetzt gerade noch beim Thema Sport waren, da bist du die Ehrgeizigere. Ja. Okay, wer ist entspannter? Boah, auf was denn bezogen? Die generellen Im entspannten. Leben. Nächster Punkt für euch. Sehr gut. Warum bist du so gechillt? Also jetzt dieses Ding im Leben, ne? Im Leben, da ist mir klar, da ist Fadi für mich die viel entspanntere und chilligere Person. Ich glaube, ich bin dann immer so ein bisschen. Was jetzt aber, gehen wir jetzt mal aufs Radio und wenn wir da morgens stehen, dann bin ich, glaube ich, die entspanntere. Ja, du hast mehr Routine, du machst Ja. den Bums schon Ja. viele Jahre länger als ich. Ja. Und im Leben denke ich, ja mein Gott, was sollst du irgendwie unentspannt sein?
Es kommt eh alles anders und irgendwas dazwischen. Siehst du, und da bin ich dann oft ein bisschen unentspannt. Ja. Na gut. Wer von euch beiden isst mehr Süßkram? Kein Punkt. Ja. Ja. Ja, er hat jetzt gedacht, weil du gehört hast, dass ich mal gerne zwischendurch ein bisschen was snacke und so. Ja, ne? Ja. Ja, ich esse aber gar nicht so viel Süßigkeiten. Ich esse lieber Chips. Das wirst du noch lernen im Laufe der Jahre. Ja, aber das wussten wir voneinander. Ich esse auch lieber Chips. Ja? Und ich habe aber auch gezögert, muss ich auch sagen, weil, und jetzt wieder dein Pluspunkt, die Angela isst nämlich eigentlich morgens ganz gerne mal so Avocado, Paprika, irgendwelche geschnibbelten, gesunden Sachen. Obst, Gemüse. Ja. Okay. Na gut. Wer braucht morgens länger im Bad? Also im Badezimmer, nicht im Bad, ne? Fabi. Ach so. Ich bin. Oh. Kein Punkt. Ja, Angela, warum meinst du denn, dass der Fabi länger als du braucht? Keine Ahnung, ey, wer macht denn, wer kommt morgens? Ich meine, jetzt ist die Frise ein bisschen wild. Aber ansonsten sind die immer frisch gestylt. Und ich brauche morgens, ungelogen, ich brauche keine 10 Minuten. Wenn überhaupt, schminke ich mich nämlich hier im Badezimmer irgendwann erst, wenn ich Bock drauf habe. Und ansonsten bin ich, also zumindest in der Frühschichtwoche, bin ich morgens da rucki-zucki durch. Machst du das, dass du dann morgens trotzdem so gut aussiehst? Oh, nächste Frage. 5 Euro gleich. Genau, sehr schön. Wer von euch kann besser Auto fahren? Ja, das ist ein Punkt für euch. Fabi, was ist da los? Du fährst selten Auto, genau. Ne? Ja. Das geht ja nicht um wie oft. Ja, aber ich glaube auch. Ich bin eine gute Autofahrerin. Mein Papa ist ganz stolz auf mich. Der hat letztens noch zu mir gesagt, Angie, ich wollte dir mal sagen, wie gut du Auto fährst. So. Sehr gut. Mein Mann sieht es anders. Okay, wer ist romantischer? Kein Punkt. Aber schön. Schön, dass ihr von euch beide behauptet, romantischer zu sein. Wolltest du, oder? Ich bin schon, also, ja, vielleicht wärst du so. Also, ich mag romantische Gesten, aber ob ich dann romantisch bin, ist natürlich, ja. Romantik hat auch nichts im Radio zu suchen. So, nächste Frage. Okay. Dienstlich bitte. Wer hat im Studio die Hosen an? Angela, sehr gut, beide den Punkt gemacht. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich das ja jetzt einfach auch länger mache, glaube ich. Und dann braucht man einfach einen, der ein bisschen die Zügel in der Hand hält und das übernehme ich dann. Und ich bin auch ganz froh drum. So. Sehr gut. Wer ist die größere Rampensau? Ja, es ist ein Punkt für euch. Aber es ist voll schlimm, das eigentlich von sich zu behaupten. Wenn ich das gezeigt habe, habe ich mich eigentlich schon geschämt. Das ist okay. Ja. Aber das wird noch was bei ihm. Ich glaube da ganz fest dran. Außerdem ist das ja, ist das eigentlich auch, glaube ich, ganz gut, wenn einer ein bisschen mehr und andere ein bisschen weniger, oder? Ich hole dich mal so ein bisschen auf den Teppich, meinst du? Ja, genau. Weißt du, was mein zweiter Berufswunsch gewesen wäre? Nein. Rockstar. Geil. Okay, wer ist denn das größere Partybiest? Wir waren noch nie zusammen feiern, Fabi. Ja, dann wird's Zeit. Erstens wird's Zeit und zweitens... Und zweitens, die Antwort kommt jetzt! Ja, beide haben recht. Angelas größere Partybiest. Denk mal an deine Erzählung, Angela. Ja, Partystute Nummer 1, Abi-Jahrgang 2001. Ihr wisst Bescheid. Okay, keine weiteren Fragen dazu. Okay, wer kennt sich in Essen besser aus? Kein Punkt. Seid ihr beide so schlecht? Nee, weiß nicht. Ich habe jetzt gedacht, Fabi ist ja als Stadtreporter unfassbar viel irgendwie rumgekommen in Essen. Du hast noch mal ganz andere Ecken irgendwie so gesehen als ich. Ich bin so in meinem Dunstkreis, auch aufgrund meiner Family und so. Und deshalb habe ich jetzt einfach gedacht, dass du da mir vielleicht sogar noch mal Ecken zeigen kannst, die ich noch gar nicht kenne. Ja, kann man machen. Kannst du als Einladung verstehen.
Aber das ist auch tatsächlich das Schöne an dem Job hier. Man kommt rum, man sieht Ecken, die man sonst so nicht entdeckt hätte. Hier mal ein Schrebergarten, da mal in irgendwelchen Firmenfabriken oder so, hinter die Türen. Das ist schön. Und, aber darf man auch sagen, wir sind beide zugezogen. Genau. Letzte Frage. Wer ist froh, dass das Spiel jetzt vorbei ist? Hast du weggeschmissen? Ja. Ey, ich hätte noch 10 Fragen. Das, wir haben das bei meiner Hochzeit auch gespielt. War lustig. Ich mag so Scheiße. Aber nicht mit Farben. Weiß ich nicht. Hast du jetzt mitgezählt? Wir waren richtig gut, ne? Ja, richtig gut. Ich habe nicht mitgezählt. Ist auch egal. Ihr hattet sehr viele Übereinstimmungen. Ja. Auf sehr jeden schön. Fall waren wir gut. Gewonnen haben wir. Ja. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Nee.